Herzlich willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. Wenn es dunkel wird, machen wir einfach das Licht an, da haben wir uns dran gewöhnt. Das war aber früher noch nicht so. Früher musste man abends mit Tranlampen leuchten. Und der Tran, der dafür als Brennstoff gebraucht worden ist, der ist aus tierischen Produkten hergestellt worden. Zum Beispiel Pottwale waren sehr beliebt als Tranlieferant, aber auch Robben. Und deswegen sind im 18. und 19. Jahrhundert große Walfangflotten unterwegs gewesen, um genug Material für die Tranherstellung zu besorgen. Und irgendwann waren die Wale schon so gut wie ausgerottet und man brauchte eine andere Möglichkeit. Und deswegen war es ganz prima, dass ein gewisser Herr Gessner in Nova Scotia in Kanada im Jahr 1846 ein Verfahren erfunden hat, wie man aus Ölschiefer Petroleum gewinnen kann. Und dieses Petroleum konnte man dann wunderbar benutzen in den gerade ebenfalls erfundenen Petroleumlampen. Und dieses Licht war wesentlich komfortabler, man konnte es sogar dimmen und es hat nicht so sehr gerußt. Und jetzt war natürlich die Frage, woher soll man das ganze Petroleum bekommen? Ölschiefer war nicht ergiebig genug und aus den Teerkohlen, die man schon kannte, konnte man nicht genug rausschaufeln. Und deswegen ist im Jahr 1859 ein gewisser Herr Drake das erste Mal auf die Idee gekommen, aktiv mit einer Bohranlage nach Öl zu bohren. Erst wollte ihm keiner so eine Bohranlage vermieten und deswegen hat er sich fälschlicherweise als Colonel bezeichnet. So kam er an die Bohranlage und er wurde am 27. August 1859 in einer Tiefe von 21 Metern fündig in Titusville. Ja, und damit begann das Erdölzeitalter. Und wer das im Detail lernen möchte, wie das alles sich zur heutigen Hochtechnologie entwickelt hat, der kommt zu unseren Tiefbohrtechnik-Vorlesungen nach Freiberg. Wir freuen uns auf euch. Glück auf!